Die AfD-Klage gegen Angela Merkel wegen Äußerungen zur Thüringen-Wahl ist erfolgreich. Merkel äußerte sich im Februar 2020 vor einer Pressekonferenz in Südafrika kritisch zur überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen. Kemmerich hatte Stimmen von CDU und AfD bekommen. Merkel sagte, dass die Wahl mit einer Grundüberzeugung für die CDU und für sie selbst gebrochen habe, nämlich keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD zu gewinnen. Die CDU solle sich nicht an einer Regierung Kemmerichs beteiligen, forderte sie. Nach Auffassung der AfD verletzte Merkel damit ihre Neutralitätspflicht und so das Recht der Parteien auf Chancengleichheit. Wir wollen jetzt einmal auf die Urteilsverkündung blicken. Dann wird folgendes Urteil verkündet. Im Namen des Volkes wird für Recht erkannt. Erstens, die Verfahren werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden. Zweitens, die Antragsgegnerin zu 1 hat durch die im Rahmen einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten der Republik Südafrika am 6. Februar 2020 in Pretoria getätigte Äußerung, die Äußerung habe ich gerade verlesen, die Antragstellerin in ihrem Recht auf Chancengleichheit der Parteien aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes verletzt. Drittens. Die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 haben durch die Veröffentlichung der unter zweitens wiedergegebenen Äußerung unter der Überschrift Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit und dem Präsidenten der Republik Südafrika, Cyril Ramaphosa, auf den Internetseiten der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung am 6. Februar 2020 die Antragstellerin in ihrem Recht auf Chancengleichheit der Parteien aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes verletzt. Viertens, die Anträge der Antragstellerin auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen werden, auch soweit sie die für erledigt erklärten Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung betreffen, abgelehnt. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Soweit also das Urteil. Aber was bedeutet das jetzt tatsächlich? Darüber möchte ich sprechen mit Michael Wiemweber. Er steht für uns vor dem alten Arbeitsplatz der Bundeskanzlerin, und zwar vor dem Kanzleramt. Herr Michael, was heißt das jetzt konkret, vor allem für Angela Merkel? Ja, ich könnte es ganz kurz beantworten. Eigentlich gar nichts. Nämlich, es werden da jetzt keine faktischen Konsequenzen draus gezogen, dass sie vielleicht ein Bußgeld oder Ähnliches dann zu erwarten hätte mitnichten, sondern es ist sozusagen die politische Strafe dann für Angela Merkel, dass sie falsch gehandelt hat, die Neutralitätspflicht tatsächlich vermisst hat, und sicherlich ist es ihr da auf die Füße gefallen, dass sie die Äußerungen getätigt hatte, A, auf Auslandsvisite als Kanzlerin, dann auch noch vor der deutschen Flagge als Amtsträgerin, also ganz ersichtlich, und das hätte sie nicht tun dürfen. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht so urteilt. Es gab andere Fälle, Horst Seehofer zum Beispiel, der sich über Corona-Demonstranten despektierlich geäußert hatte. Da gab es eine Niederlage. Dann noch die frühere Forschungsministerin Wanke musste solch ein Urteil schon mal wegstecken. Da ist also auch nichts draus gefolgt. Also da ist keine direkte Konsequenz dann daraus, die sich da ergibt. Aber natürlich, man hat unter Umständen einen politischen Schaden, der sich allerdings in Grenzen halten wird. Denn klar ist natürlich, dass diese Äußerungen von der Mehrheit, glaube ich, der Bevölkerung ja mitgetragen werden. Und vielleicht noch ein Wort dann zu dem Verfassungsgerichtsurteil oder überhaupt zu dieser Art von Urteilen, die dann dazu führen. Das ist umstritten und bleibt wohl auch umstritten. Es gibt nämlich ja auch diejenigen, die sagen, dass ein Amtsträger auch durchaus pointiert seine Meinung sagen darf, auch dann, wenn er sozusagen als Kanzler oder Kanzlerin unterwegs ist. In diesem konkreten Fall oder in diesen konkreten Fällen, die ich angesprochen habe, sieht das Bundesverfassungsgericht das allerdings anders. Michael, danke schön für diese Einordnung.